Hallo Männer. Fahrt ihr in meine Richtung? Wenn du nach Westen willst. Dann ist das meine Richtung. Hey, hüpfen Sie doch einfach nach hinten, denn der schnucklige Kerl will mich doch sicher genauer betrachten. Und wenn ich vorn sitze, hat er eine bessere Sicht. Und die haben Sie auch, wenn Sie hinten sitzen. Ich bin Laura. Ich bin Neil. Und das ist Mr. Grant. Und wo willst du hin, Laura? Wer, ich? Oh, ich bin auf der Suche nach dem perfekten Fick. Wow, das ist ein interessantes Reiseziel. Schon mal kennengelernt? Nein, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Aber bisher war die Reise schon ziemlich aufregend. Und woher willst du wissen, wann du das Ziel erreicht hast? Ach, das ist das Problem. Das ist schon zu einer Besessenheit geworden, aber das interessiert dich bestimmt nicht. Oh, doch. Das ist... Klar interessiert mich das. Das erste Mal war nicht so gut und ich dachte, das ist es? Das ist es, worüber all diese Songs geschrieben werden? Ich meine, ist das ein Beschiss? Das zweite Mal war ein kleines bisschen besser. Das dritte Mal, also das war ein heißes Ding. Oh, das vierte Mal, nicht so gut wie das dritte Mal, aber als ich es oft genug getan hatte, um alle Erfahrungen vergleichen zu können, da machte mich das ganz irre. Ich meine, was ist, wenn der Beste gleich an der nächsten Ecke steht? Weißt du, wie viel besser würde der Perfekte denn wohl sein? Und das wurde dann also mein Ziel. Es gibt Zeiten, da wünsche ich mir, ich wäre ins Kloster gegangen, aber meine Besessenheit ist jetzt deine große Chance. Also, du kleiner scharfer Aufreißer, willst du die jetzt nicht nutzen bei einer, die nicht Nein sagen kann? Hatte ich auch schon mal eine abgewiesen? Nur die schwul sind. Okay, welche Nummer wäre ich jetzt? ...2461. Aber bei dir habe ich ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Gefühl. Und da ist was ganz, ganz Besonderes zwischen uns. Ich glaube, da muss ich passen, Laura. Was meinst du mit passen? Kerle passen nicht. Oh, ich bin clean. Ich habe keine Krankheiten, falls du an sowas denkst. Ich habe Kondome dabei. Komm jetzt, Neil, steck ihn mir rein. Komm doch. Okay, okay. Mann. Ich werd's nicht tun, basta. Du hast also nur... Du hast nicht den Mut dazu? Du triffst eine echte Frau und schon ziehst du den Schwanz ein? Hast du Angst, die Ansprüche nicht erfüllen zu können, hä? Tja, das wirst du nie erfahren, nicht? Denn wenn ich's nicht tue, werde ich auch nicht Nummer 2000 so und so sein. Ich werde die Nummer 1 sein. Der eine Typ, an den du dich dein Leben lang erinnern wirst. Du wirst nachts wach liegen, an mich denken und dich fragen, war er es wohl? Und die Antwort lautet, ja, ich bin der perfekte Fick. Der, den du nie gehabt hast. Perfekt in jeder Hinsicht. Schluss, hör auf damit! Hör auf damit! Das ist Zen-Philosophie, es ist unglaublich. Ich bin noch nie in etwas perfekt gewesen. Gefickt hast du mich! Im Kopf gefickt! Und das war furchtbar! Ich fand's prima. Was ist mit Ihnen, Mister? Ich wette, Sie sind ein richtiger Mann. Sind Sie klar genug, um in mein Buch zu kommen? Oh ja, klar. Schreiben Sie mich da rein. Aber ich habe manchmal ein kleines Problem mit der Erregung. Oh, das kann ich doch gleich in die Hand nehmen, Baby. Oh. Oh. Ah!